vielmals. Guten Abend und herzlich willkommen zur Sendung «Puls». Das sind unsere Themen heute. Präziser greifen. Wie eine neue Hightech-Handprothese funktioniert. Engstelle Halswirbelsäule. Wenn nur noch eine Operation hilft, eine Lähmung zu verhindern. 5 auf Diät. Wie den Versuchsteilnehmern der Start ins neue Ernährungsregime gelingt. Gianlucas Operation. Wie sein schwerer Geburtsfehler korrigiert wird. Ein Körperteil verlieren bedeutet für die Betroffenen immer auch einen grossen Verlust an Lebensqualität. Dem versucht man mit Prothesen entgegenzuwirken, und zwar schon seit Jahrhunderten. Die Idee dahinter: Mechanik soll fehlende Beweglichkeit ersetzen. Die Handprothese von 1950 hat damals als technisches Wunderwerk gegolten. Heute ist man natürlich viel weiter. Und vor guter Woche ist in der Schweiz zum ersten Mal eine Handprothese von der jüngsten Generation angepasst worden. Kaffeepause. Erst auf den zweiten Blick fällt die künstliche Hand von Albert Wattenhofer auf. Vor über 24 Jahren verlor er bei einem Arbeitsunfall seine rechte Hand. Seither lebt er mit einer Prothese. Früher habe ich praktisch alles mit der linken Hand gemacht. Und jetzt mit der neuen Prothese kann ich viel mehr arbeiten mit dieser Prothese selber, denn sie war selber greifen. Es geht alles viel einfacher als vorher. Grund ist seine neue Hand. Er trägt sie seit einer Woche als erster in der Schweiz. Die Prothese hält mit einem sogenannten Liner, einer Manschette aus Silikon. Beim Kontrolluntersuch in der Zürcher Uniklinik Balgrist wird zuerst einmal die Verträglichkeit geprüft. Die transplantierte Haut an Albert Wattenhofers Unterarm ist empfindlich. Mit Sensoren wird nun die Muskelaktivität gemessen. So wird die Prothese nämlich gesteuert. Fehlt ein Körperteil, bleibt im Gehirn der Bewegungsablauf gespeichert. Die Signale für Handbewegungen erreichen also die Muskeln weiterhin. Diese Signale, leichte elektrische Impulse, werden in der Prothese interpretiert und in unterschiedliche Bewegungen umgewandelt. Gut, und jetzt dürfen Sie mal die Bewegung denken. Jawohl, da sieht man jetzt, wie das schön kommt, oder? Die elektrischen Signale der Muskeln werden genau vermessen, um die Sensoren zu justieren. So. Diese Einstellungen überträgt man abschließend an die Sensoren in der Prothese. Anstellen, jawohl, es hat sehr gut. Funktionskontrolle, sehr gut. Training grobmotorischer Abläufe. Schon nach wenigen Tagen klappt's mühelos. Und auch die feinmotorischen Schreibübungen führen innerhalb einer Woche zu einer durchaus leserlichen Schnürli-Schrift. Den Übungsbrief packt Albert Wattenhofer zum Schluss gleich selbst ein. Erstaunliche Filigranarbeit.
Wir bringen alles her. Dies ist seine alte Prothese. Sie funktionierte wie eine Zange, ließ sich öffnen und wieder schließen. Bei der neuen Hand bewegen sich die einzelnen Finger mit. Und der Daumen lässt sich spreizen. Mit der neuen Prothese kannst du Körper arbeiten wie mit der normalen Hand. Eigentlich. Das ist eine riesige Differenz. Eigentlich, oder? Der transparente Schaft am Unterarm wird durch einen hautfarbenen und flacheren ersetzt. In rund 4 Wochen sollen alle Feineinstellungen gemacht sein. Der Lebensalltag ist anders. Es ist gleich, ob man essen geht oder unter Kollegen ist. Dass man einfach den Leuten Grüezi sagen und die Schulter klopfen, das freue ich mich am meisten darauf. Demnächst soll in der Schweiz eine weitere Patientin so eine neue Handprothese bekommen. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, das wahrscheinlich nicht gerade auf Anhieb klar ist, was die Patienten haben, wenn sie einfach ihre Symptome schildern. Vor 4 Jahren jetzt angefangen. Und dann hatte ich zuerst kein Gefühl mehr, in den Fingerspitzen vor allem. Ein Kribbeln in den Armen und in den Beinen und einfach Schmerzen. Hauptsächlich in den Knien hatte ich schon ein paar Schmerzen. Also nicht nur die Arme und die Hände sind eingeschlafen, sondern der ganze Körper, die Beine. Ich habe angefangen, Bewegungsstörungen zu haben, nicht mehr gut laufen können plötzlich. Die Muskulatur hat sich zurückgebildet, hauptsächlich linken Hang und am linken Bein. Im Fuß vor allem, im einen Fuß. Und dann konnte ich dann nicht mehr abstellen, wie ich ihn wollte. Der hat nicht mehr im Hirn gefolgt. Das hat mich langsam im Alltag behindert, indem ich nicht mehr gut schreiben konnte. Zum Beispiel am Computer, Tastatur, habe die Tasten nicht mehr gefunden. Mit der Blase hatte ich auch Mühe, auch mit dem Stuhlgang. Das ist auch noch nachher auf der Zunge, hatte ich irgendwie das Gefühl, ich schmecke nicht mehr richtig, was ich esse. Im Moment habe ich ja keine Ahnung, um was es geht. Oder? Und dann, jeden Tag habe ich fast das Gefühl, es wird schlechter, ich kann weniger gut laufen, dass ich das fast wie plötzlich gelähmt wäre oder so. Ja, das hat mir schon Angst gemacht, muss ich sagen. Ja. Und dann ist es schlimmer und schlimmer geworden. Zuletzt ist es nur noch gegangen im Rollstuhl. Ja, nicht mehr zum Haus aus können. Ganz unterschiedliche Beschwerden und bei allen hat es die gleiche Ursache, Herr Kiesling. Ja, das kann man natürlich jetzt, wo man die ganze Geschichte kennt, ein bisschen hinten schon sagen. Die Leute haben alle eine Störung im Bereich der Halswirbelsäule. Das Rückenmark hat dort zu wenig Platz, wird eingegangen und dann mit betrifft es Nervenbahnen, die dann nachher im ganzen Körper irgendwelche Symptome machen können. Ist Ihnen das einmal gerade klar, wenn die Leute so zu Ihnen mit diesen Beschwerden kommen? Nein, es ist eine ganz schwierige Diagnose. Vor allem braucht es manchmal ein paar Jahre, bis man dann das richtig erkennt. Die Symptome sind am Anfang so unterschiedlich und genauso breit ist auch die ganze Palette von Diagnosen, wo man muss zuerst einmal dran denken, je nach Symptom, was halt der Patient hat. Es kann sein, dass man an eine Einengung vom Nerv am Handgelenk denkt, an Vitamin B12-Mangel, an irgendwelche neurologischen Erkrankungen wie Multiple Sklerosen oder so. Wenn dann aber an verschiedenen Orten solche Störungen auftreten, die die Nervenbahnen betreffen, dann muss man dran denken, es könnte irgendeine Einengung sein vom Rückenmark im Bereich des Halswirbels. Der nächste Schritt ist dann, nachher, wenn ich an so etwas denke, eine Magnetresonanzuntersuchung. Und dort kann man meistens die Diagnose dann stellen. Und dann muss ich den Patienten weiterschicken am Neurochirurgen. Das Ganze hat ja auch einen recht komplizierten Namen, oder? Eine zervikale Myelopathie heisst es. Ja, es gibt keinen gescheiten deutschen Namen. Genau. Und damit gehen auch wir jeden Moment zum Spezialist. Und Sie daheim können jetzt schon anrufen, wenn Sie auch so Symptome haben, Kribbeln spüren, Sensibilitätsstörung oder vielleicht ganz konkret Probleme mit der Halswirbelsäule. Das Beratungstelefon ist jetzt schon geschaltet unter 0848 00 23 23. Es sind Neurochirurgen auf der Telefonredaktion und im Chat unter www.puls.sf.tv. Herr Rabe, Sie sind Leiter der Klinik für Neurochirurgie am Inselspital Bern. Zervikale Myelopathie. Sie können uns das sicher gut erklären. Ja, zervikale Myelopathie ist eine Schädigung des Rückenmarks im Bereich der Halswirbelsäule und in den meisten Fällen hervorgerufen durch eine Einengung im Spinalkanal, also einen direkten Druck auf das Rückenmark. Und was macht dann der Druck genau? Der Druck führt einmal mechanisch praktisch zum Quetschen des Rückenmarks, aber auch
zu Dehnung und Kompression von Gefäßen und auch zu feinen Durchblutungsstörungen. Und beides kann als Folge dann Funktionsstörungen oder Zelluntergänge oder auch zur Narbenbildung führen. Warum sind denn die Halswirbel deformiert? Wie kommt es überhaupt so weit? Es ist eigentlich eine überschießende Reaktion auf den normalen Altersumbau. Warum das gerade bei bestimmten Menschen so überschießend verläuft, das wissen wir nicht. Aber es kommt im Altersprozess kommt zur Abnahme der Bandscheibenspannung. Es kommt auch dazu, dass Wirbelkörper, Gelenke und Bänder sich verdicken. Und diese Verdickung führt dazu, dass der Raum im Spinalkanal praktisch eingeengt ist. Also Sie sagen, es ist eine Alterserscheinung, so wenn ich das jetzt aus Ihnen höre. Das hat nichts mit auch vielleicht Haltungsfehlern zu tun, dass man sich, ich weiß auch nicht, falsch da sitzt. Wir wissen nicht genau, was es wirklich auslöst oder verschlimmert. Aber dazu kann man nur sagen, es gibt bestimmte Dinge, die man zur Prophylaxe machen kann, aber man kann es nicht komplett verhindern. Und so aus Ihrer Erfahrung jetzt, wenn Sie beobachten, in welchem Alter kommen da mal die Leute so zu Ihnen? Wann fängt das so typischerweise an? Also der Altersgipfel ist nach dem Gipfel für den Bandscheibenvorfall an der Halswirbelsäule, also eher zwischen 50. und 60. Lebensjahr. Und wenn jetzt eben der Hausarzt seine Patienten mit Verdacht auf Myelopathie zu Ihnen schickt, wie stellen Sie dann die definitive Diagnose? Also es müssen Beschwerden vorliegen, es müssen Symptome vorliegen und wir können mit einer genauen neurologischen Untersuchung und bestimmten Zeichen können wir direkt die Diagnose am Rückenmark stellen. Aber wir brauchen zusätzlich noch die Kernspintomographie, die Einengung zeigen muss und oft auch noch Funktionsaufnahmen, weil es eben auch dynamisch durch eine Überbeweglichkeit auch zur Einengung kommen kann. Sie haben uns Bilder mitgebracht, die das, glaube ich, sehr gut zeigen. Also man sieht hier auf der linken Seite sehr gut das Rückenmark als dunklen Streifen, umgeben von hellem in diesem Bild, das ist Wasser und diesen breiten Kanal eigentlich, in dem es verläuft. Und hier auf der rechten Seite ist das Bild der Myelopathie. Hier sieht man die verdickten Wirbelkörper und das Rückenmark praktisch eingeengt, in die Zange genommen, in diesem Anteil. Und das bewirkt dann die zervikale Myelopathie. Nochmal genau, wo ist es etwa genau, der Bereich, wo man jetzt davor redet? Unterhalb des Kopfes, praktisch bis zu dem ersten großen tastbaren Wirbel, der meist der siebte Halswirbelkörper ist. Okay, und wenn jetzt das Rückenmark so eingeklemmt ist, was kann man dann machen? Also die Anfangserscheinungen, die Abnutzungsbeschwerden und Schmerzen oder auch Nervenreizung, das sind einfach die Domäne für die konservative Therapie. Also Physiotherapie. Zum Beispiel Physiotherapie, aber auch die Ruhigstellung in der Akutphase, Medikamente, Injektionen auch. Aber die eigentliche zervikale Myelopathie, also wenn das Rückenmark komprimiert wird und kein Platz da ist und Platz braucht, dann kann nur die Operation den Platz schaffen. Und wir sind bei so einer Operation dabei gewesen. Ein Eingriff, der höchste Konzentration fordert, weil man ganz nah beim Rückenmark operiert. Vorbereitungen für den Eingriff. Die Patientin ist bereits in Vollnarkose. Der Neurochirurg Oliver Hausmann schaut sich noch einmal die MRI-Bilder der Halswirbelsäule an. Die Ausgangslage ist eindeutig. Abgenutzte Bandscheiben und Knochenablagerungen drücken zwischen dem 5. und 7. Halswirbel auf das Rückenmark. An dieser Stelle wird der Neurochirurg operieren. Über einen Schnitt vorne am Hals verschafft sich Oliver Hausmann einen Zugang zur Problemstelle an der Halswirbelsäule. Dann kommt das Mikroskop zum Einsatz. Denn nun beginnt die Arbeit an den abgenutzten Halswirbeln. Das ist jetzt Bandscheibe, die in diesem Sinn ausgetrocknet ist, abgenutzt ist und halt eben hinter zu dieser Kompression geführt hat. Mit Zange und Haken wird die abgenutzte Bandscheibe Stück für Stück entfernt. So erhält das Rückenmark wieder genügend Platz. Neurochirurg Oliver Hausmann setzt nun die Fräse an und entfernt die knöchernen Ablagerungen an den Wirbeln. Jetzt haben wir hier den Raum, wo das Bandscheibenmaterial und die Bänder weg sind. Und sehen hier unten die Haut, die das Rückenmark begrenzen durfte. Hier unten dran liegt jetzt genau das Rückenmark. Hier, das schön glänzige. In unmittelbarer Nähe zum empfindlichen Rückenmark muss Oliver Hausmann jetzt noch die letzten Verwachsungen entfernen. Das ist ein Zeichen, weil hier mag es wirklich nichts leiden. Wenn man hier blöd ausrutscht, kann wirklich eine bleibende Lähmung entstehen. Die letzten Verwachsungen sind draußen. Das Rückenmark hat wieder genügend Platz. Also jetzt haben wir gesehen, dass hier, wo die Bandscheibe war, die ist weg. Da hat es keine Einengung mehr. Nach rechts wieder nach links rüber.
Damit das so bleibt, kommt nun ein Kunststoffimplantat zum Einsatz. Dieses ersetzt die entfernte Bandscheibe. Eine knochenbildende Substanz sorgt dafür, dass das Implantat mit den Halswirbeln verwächst und so die betroffene Stelle wieder stabilisiert. Dieses Implantat platziert der Neurochirurg nun vorsichtig mit dem Hammer zwischen den Halswirbeln. Dann können wir die Position kontrollieren mit dem Röntgenbild. Ja? Jetzt sind wir hier eigentlich schon gut drin. Weiter wollen wir sicher nicht mehr. Das Implantat sitzt. Oliver Hausmann entfernt jetzt die Stabilisierungsschrauben und näht anschließend die Wunde wieder zu. Die Operation ist gut gegangen. Wir haben das Rückenmark schön entlasten. Sie wird jetzt die nächsten paar Stunden auf der Überwachungsstation sein. Schauen dort, dass die neurologischen Funktionen gut sind. Sie darf heute Abend bereits wieder aufstehen und wird dann am dritten, vierten Tag heimgehen. Ja, alles gut gegangen, Herr Rabe. Und die Patientin darf am gleichen Tag wieder aufstehen. In was für einem Zustand ist man dann nach dem Eingriff? Also durch die kleinen Zugangswege und die Gewebeschonung bei der Operation besteht keine große Beeinträchtigung. Und das Aufstehen direkt am Tag der Operation oder am Tag danach, das ist normal. Wir unterstützen mit einer weichen Halskrawatte. Es ist natürlich eine Operation und es tut auch irgendwo weh. Eben, da hat man schon irgendwo wahrscheinlich Schmerzen, oder? Genau, hauptsächlich beim Schlucken zum Beispiel, manchmal auch beim Sprechen, wie bei einer Erkältung. Aber man kann nach 3-4 Tagen nach Hause gehen. Und wie ist es mit der Beweglichkeit? Ist die nicht eingeschränkt, wenn die Halswirbel fixiert sind jetzt? Theoretisch ja, aber jeder Wirbelkörper oder die Summe insgesamt kann das kompensieren. Man wird es im Alltag nicht bemerken. Die Patienten, die uns am Anfang ihre Symptome geschildert haben, sind auch alle operiert worden. Und uns hat es natürlich Wunder genommen, wie es ihnen heute geht. Seit nach der Operation geht es mir viel besser. Die Symptome an den Beinen, an den Füßen sind eigentlich mehr oder weniger verschwunden. Seit der Operation ist es fast von Tag zu Tag besser gegangen. Ich kann einmal wieder laufen, an den Rücken. Aber steigere ich mich auch weiter und weiter. Ich konnte fast von einem Tag zum anderen wieder können, ja, laufen. Nicht normal natürlich, das haben wir wieder müssen wie lernen. Was immer noch ist, sind die Sensibilitätsstörungen auf der Haut. Also das ist immer am ganzen Körper. Was geblieben ist, sind einfach die Hände und vor allem die Fingerbeere da, wo ich kein Gefühl mehr habe. Und wo nie mehr rüberkommt. Schmerzen habe ich schon jeden Tag noch ein bisschen, aber das ist kein Vergleich mehr gegen vorher. Ja, grundsätzlich sind alle sehr zufrieden. Es geht allen massiv besser, bis auf die Gefühlsstörungen, die bleiben. Warum ist das so? Also grundsätzlich muss man sagen, dass das Rückenmark ein Teil des zentralen Nervensystems ist. Und die Regenerationsmöglichkeit ist geringer als die am peripheren Nerven. Also wir beobachten oft, dass gewisse Störungen einfach übrig bleiben. Also einfach das, was einmal beschädigt worden ist am Rückenmark, kann nicht mehr repariert werden? Schon zum Teil, aber manchmal nicht vollständig. Mhm. Und die besten Aussichten bestehen dann, wenn die Symptome nur relativ leicht und kurzfristig bestehen. Und wir können oft nicht sehr viel ausrichten, wenn sehr schwere Symptome, die sehr lange bestehen, vorliegen. Und trotz aller Schwierigkeiten bei der Diagnosestellung zeigt das nochmal die Wichtigkeit, dass man eben zeitig genug zur Diagnose kommt. Also sobald man eben so Sensibilitätsstörungen irgendwo bemerkt, wirklich das untersuchen lassen? Die Hausärzte haben eine schwierige Aufgabe, weil die Symptome eben schleichend sind, vielfältig sind. Aber man muss versuchen, häufiger daran zu denken. Haben Sie irgendwelche Zahlen oder Erfahrungswerte, wie viel man mit konservativer Methode kann, beheben oder wie viele Operationen das es braucht? Also wir wissen, dass etwa ein Viertel aller Menschen, die ab dem 50. Lebensjahr im Bild eine Einengung haben, aber keine Symptome. Und wir wissen, dass etwa von den Patienten mit Symptomen mindestens 3/4 immer schlechter werden. Also es lohnt sich nicht zu warten, wenn man wirklich die Diagnose gestellt hat. Und eben vorbeugend, kann man da irgendetwas machen?
Es gibt da kein Patentrezept, aber das Wichtigste ist, dass die Kopf- und Halshaltung entspannt ist, dass man über gesunde Nackenmuskulatur und Schultermuskulatur verfügt und dass man versucht, Fehlbelastungen zu vermeiden. Und das kann eben sein, langes und schweres Überkopfarbeiten. Das kann auch sein, man sollte auch auf jeden Fall vermeiden, dass man das Telefon stundenlang zwischen Kopf und Schulter einklemmt. Und Bildschirmarbeit stelle ich mir jetzt vor, oder? So ein Computer, da hat man ja manchmal auch so eine komische Richtig. Kopfhaltung, das oder? Ist ganz wichtig für die Arbeitsplätze. Man darf nicht stundenlang mit verdrehtem Kopf auf den Bildschirm schauen, sondern soll ihn vor das Gesicht stellen, vor den Kopf, dass die Wirbelsäule entspannt arbeiten kann. Vielen Dank für die Informationen, Herr Rabe. Dann darf ich Sie jetzt weiterschicken in Expertenchat. Das heisst, Sie zuhause können Herr Rabe erreichen unter www.puls.sf.tv, wenn Sie Fragen haben zu Problemen mit der Halswirbelsäule. Und am Beratungstelefon sind ebenfalls Neurochirurgen erreichbar unter 0848 00 23 23. Bis nach dem 11. Im heutigen Pulsmix gibt es eine Palette von gesunden Tipps für kalte Wintertage. Mit heimischem Wintergemüse isst man sich gesund durch die kalte Jahreszeit. Geerntet werden Randen, Wurzelpeterli, aber auch alle Kohlsorten erst im Winter. Das marktfrische Gemüse ist deshalb reich an Vitaminen, Mineralien und sekundären Pflanzenstoffen. Einige Sorten enthalten zum Beispiel viel Eisen oder Calcium und Phosphor, das gut für die Verdauung ist. Die Bitterstoffe in manchen Gemüsesorten regen die Produktion von Speichel und Magensaft an. Wirtz und Co. sind auch gut für die Linie. Die meisten Gemüse haben nicht mehr als 20 Kilokalorien auf 100 Gramm. Ein stacheliger Ball gegen kalte Frauenfüße. Das Fuß-Ball-Spiel verbessert die Durchblutung und wärmt dadurch die Füße. Grund für die Eisfüße? Frauen haben weniger Muskelmasse als Männer und kühlen schneller aus. Seit dem Mittelalter wärmt Frau deshalb die kalten Füße auf speziellen Kirschkernkissen. Im Backofen bei 100 bis 120 Grad wird das Kissen warm, danach die Füße draufstellen. Und auch ein heißes Fußbad hilft natürlich immer. Trockene, juckende Haut im Winter plagt viele. In der kalten Jahreszeit produziert die Haut weniger fettenden Talg. Sie ist dünner und anfälliger für Infektionen. Lange heiße Bäder trocknen die Haut zusätzlich aus. Duschen ist deshalb die empfohlene Alternative. Wer die Haut täglich mit ölhaltigen Cremes rückfettet, leidet weniger unter trockener Winterhaut. Das ist schon etwas, was ich vor allem bei den älteren Leuten ganz häufig in der Praxis sehe, die trockene Haut. Sie haben meistens auch noch eine Beise dabei, das plagt sie dann. Sie vor allem die Männer dort, ja. Das ist, muss ich schon sagen. Selber ist nicht jeder Mannssache. Das kann man wirklich so sagen, ich muss mir auch hier an die Nase nehmen. Man kann aber vielleicht auch einfach einmal beim nächsten Duschen nur Wasser und eine Wäschlumpe nehmen. Da muss man nicht immer den ganzen Körper immer mit Seife abwäschen. Dass es nicht so auslaugt. Genau. Oder allenfalls zu einer rückfettenden, Duschmittel greifen. Also Männer müssen jetzt halt doch zu der Körperlotion greifen. Genau, ja. Also Herr Kiesling. Gut, vielen Dank. Letzte Woche haben wir ja unsere Diätaktion gestartet. 5 Personen, die ihre Kilo purzeln lassen mit 5 ganz verschiedenen Diäten. Wir sind natürlich im Laufe der Woche schauen, wie sie so gestartet sind. Macht eine Diät nach Laborwert. Und dafür muss er zuallererst Blut lassen. Die Theorie dabei, aus dem Blut lässt sich ablesen, welche Lebensmittel ihm beim Abnehmen helfen und welche ab sofort tabu sind. Dominik erhält das Resultat seiner Blutanalyse. 10 Kilo möchte er mit dieser Methode verlieren. Rechts im roten Pfeil, diese Nahrungsmittel sind ab jetzt verboten, zum Beispiel Lachs. Das tut weh. Beim Einkaufen muss er sich jetzt völlig neu orientieren. Statt Kuhmilch gibt es ab heute eben Geißenmilch. Überhaupt nichts mehr essen darf Seraina. Sie will mit Fasten 4 Kilo abnehmen. Ihre Fastenberaterin untersucht sie auf Herz und Nieren.
Denn nur wer ganz gesund ist, sollte überhaupt fasten. Ich probiere es jetzt einfach mal, leg mal los, mal schauen, wie viele Tage dass ich es wirklich ohne Essen aushalte. Bin gespannt. Fastentee und Multivitamintabletten zur Unterstützung und Bittersalz als Abführmittel. Danke, gleichfalls. Ade. Noch weiß Seraina nicht, was ihr da blüht. Zu Hause wird sie schon erwartet von Dominik. Die beiden sind nämlich ein Paar. Ja. Ja, guck mal, ich habe etwas Feines für dich. Aha. Ich muss mein Bittersalz nehmen, zum Abführen. Der pusht da zuerst mal den Darm durch. Oder? Ja. Ich sehe, in meiner Salatmischung hat Schnittlauch drin. So schlimm. Ja. Ist das grusig. Du darfst jetzt einfach nichts Festes zu dir nehmen, oder? Oder was sind die Regeln bei dir? Ja, also jetzt die ersten paar Tage ist mal wirklich gar nicht fest. Und jetzt muss ich noch, ich muss noch posten, damit ich so eine Brühe machen kann, die ich trinken darf. Mhm. Ich muss noch schauen, was da alles reinkommt. Weil ich so Rezepte überkaufe, verschiedene Säfte, muss noch so irgendwie so Kurzsaft oder so etwas posten. Einfach so verschiedene. Ein paar, zwei Diäten. Ob das wirklich gut geht? Ich nehme an, wenn er so am Essen ist, vor allem wenn etwas Warmes kocht, dass ich dann von raus wird gehen. Markus hat die Formula-Diät gewählt. 5 Kilo will er verlieren. Okay, 3 Mahlzeiten, gell? Ja, ist gut. Für den vielbeschäftigten Geschäftsmann heißt das, Mittagessen streichen und durch einen Shake ersetzen. Und, wie schmeckt's? Besser, als ich erwartet habe, eigentlich. Ja. Wenn man damit abnimmt, ja, ist das eine gute Sache. Gut, Rahmschnitzel mit Spätzli, das wäre vielleicht schon noch besser, aber ja, hilft nichts, dann muss ich durch. Abnehmen in der Gruppe. Claudine hat für sich ein begleitetes Diätprogramm gewählt und hat sich für Weight Watchers entschieden. 8 bis 10 Kilo weniger sind ihr Ziel. Für sie gilt Essen nach Punkten. Das heißt, jedes Nahrungsmittel hat eine gewisse Punktezahl. Und was sind es für Lebensmittel? Ja, ich habe jetzt mal meine Anzahl Punkte bekommen, die ich pro Tag essen darf. Und jetzt muss ich halt mal schauen, wie das ich auf den Tag verteile, mehr zu Morgen, mehr zu Nacht, wie auch immer. Ja, ich habe momentan noch ein bisschen Chaos, aber das kommt sicher noch gut. Larissa ist Vegetarierin. Sie will ihre Bikini-Figur zurück, dank Trennkost. Und dabei erhält sie Unterstützung. Sami macht auch gerade mit. Und der Papi auch? Ja, meine Schwester auch. Also denke ich, ist es eh gut, weil denke ich, für mich auch einfacher. Wenn ich dann auch anfangen müsste, um Sachen selber kochen, dann wäre es recht schwierig. Doch mit Mamis Hilfe hat es geklappt. Also es schmeckt nicht nach Diät oder so. Ist gut. Das ist ganz normal. Wenn es irgendeine Diät oder so sitze. Das ist echt super. Und ganz aktuell zurück zu Seraina. Heute Morgen beim Waldspaziergang. Es ist schon der 5. Fastentag. Wie geht es ihr? Ich hatte am ersten Tag ein bisschen Krise im Kopf, aber das ist gut weggegangen. Und am Samstag, am 3. Tag, hatte ich einfach ein bisschen Glusch, mit dem Glusch zu kämpfen. Und sonst geht es mir eigentlich gut. Ja. Noch sind Seraina und die anderen Abnehmwilligen also auf gutem Weg. Doch das ist erst der Anfang. Und wir begleiten die 5 Kandidaten nicht nur in der Sendung, sondern auch im Internet, im sogenannten Abnehm-Blog. Und dort ist schon einiges los. Zum einen sind unsere Kandidaten, die fleissig erzählen von ihren Diäterfahrungen. Und von ihnen zu Hause kommen einen Haufen motivierende Kommentare. Das freut uns alle sehr. Und zwischendurch gibt es aber auch mal kritische Einträge, wie zum Beispiel von Marco. Weshalb nehmen Sie nicht Menschen, die wirklich Übergewicht haben? Oder von der Regula. Da werden Diäten durchgeführt an sogenannten Probanden, welche nicht mal übergewichtig sind.
Es stimmt natürlich, dass alle 5 Personen nicht stark übergewichtig sind. Wir reden hier von ein paar Kilo oder eben dem sogenannten Festtagsspeck. Und jetzt ist die Frage, sollen die wirklich keine Diät machen? Wir haben das an einen Experten weitergegeben. Übergewicht ist einfacher zu behandeln, wenn man das am Anfang macht. Man muss ja nicht 20 Jahre warten mit Gewichtszunahme, bis man eben die 30 Kilo hat. Schön wäre, wir könnten, wenn die ersten 5 bis 10 da sind, das Problem schon angehen, weil dann haben sie eigentlich noch die beste Chance, ihr Gewicht im Rahmen zu behalten. So viel zur Frage, sollen wir überhaupt eine Diät machen, aber es sind andere Sorgen auftaucht im Internet. Bedenken, dass man mit so einer Diätaktion Leute in eine Magersucht treiben, Herr Kiesling, wie sehen Sie das? Ich glaube, der wichtigste Auslöser für eine Magersucht ist das heutige Schlankheit, Schönheitsideal. Und das ist viel, viel wichtiger. Eine Diät alleine, glaube ich nicht, dass jemand in eine Magersucht führt. Aber es ist natürlich schon so, dass es, wenn die